Jetzt geht's los. Anwurf für den BSV. Mal zu Anfang gesagt, das faire Abklatschen. Also. Beide Mannschaften sind zwar heiß, aber sie respektieren sich beide sehr ganz. Trotz des Konkurrenzkampfes hier. Leipzig wirklich die Bude gleich komplett zu. Also keine Chance für die Mädels da durchzukommen. Die haben versucht schnell am Kreis die Abwehr so ein bisschen auseinanderzuziehen, aber das haben sich die Leipzigerinnen nicht eingelassen. War nicht zwingend genug in der Kreuzung und mit einer guten Blockarbeit und das bestrafen Leipzig überhaupt im Tempo Gegenstoß. Das ist aber das 0:1 für die Gäste aus Leipzig. Aber sie dürfen sich nicht entmutigen lassen, weiter konzentriert die Angriffe runterspielen, nicht so überhastet wie in den vorherigen Partien. Da gibt der Mittelblock schon ganz gut, schöner Versuch. Und das 1:1. Sieht man auch schon gleich zu Anfang, es ist wirklich ein Abwehrspiel gleich von Anfang an. Beide Mannschaften auch wirklich früh am Stören und versuchen wirklich da keinen an den Kreis rankommen zu lassen. Ja, man muss natürlich gleich die ersten Minuten nochmal eine Duftmarke setzen und wer gut verteidigt, kann einfacher angreifen und auch ein schöner Spruch, der gut verteidigt, kann einfach angreifen, auch nicht schön. Ja, da kann man schnelles Tor machen und das einfach spart Kraft und na klar, das versuchen natürlich beide Teams hier zu machen, nicht gleich voll loscrashen, dass man dann in der zweiten Halbzeit auf einmal keine Luft mehr hat. Schöner die Kreuzung. Schön rausgegeben und der Pfosten rettet da für Leipzig. Ja, gut gespielt und mutiger Wurfversuch von Maxi, aber leider ohne Erfolg in dieser Situation. Hoffentlich ist das hier nicht jetzt wie gegen Berlin auch, weil da hatten wir dieselbe Situation in der ersten Halbzeit auch. Da gab es, glaube ich, 7 oder 8 Pfosten- und Lattenwürfe hier von den Mädels vom BSV. Nicht, dass das jetzt auch nochmal die so eine Einleitung von der Situation. Schön früh gestört da. Schöne Parade. Das ist das, was du sagtest, dass man da erstmal so eine Duftmarke aufsetzt und zeigt, man ist da. Durch solche Paraden verstärkt man das Ganze natürlich nochmal. War aber auch da nicht der stärkste Abschluss von dem Leipziger. Und gelbe Karte da gegen Luisa Schulze.
Kalt verwandelt. Die 2 in Führung. Durch Frederico Gubernatis. 2:1. Das ist wirklich schon ein Unterschied zu den letzten Spielen. Wir haben 5 Minuten gespielt und haben jetzt 3 Treffer gesehen. Also ja, man sieht einfach, dass keine Mannschaft leichtfertig mit Chancen ist, sondern einfach Geduld beweist und immer wieder gut ins Weiterspielen kommt und ja. Ohne Fehler zum Erfolg sozusagen. Genau. Und durch geduldiges Spiel. Das war jetzt allerdings zu einfach am Kreis da durchgesteckt. Das sind dann so diese kleinen Mini-Fehler sozusagen. Wenn so eine kleine Lücke da ist, das nutzen die Leipzigerinnen eiskalt immer aus. Genau. Oder die Rechtsverteidigung wurde isoliert und dann 1-gegen-1 von Kudelisch. Das macht sie auch schon gut und ja. Da muss man aufpassen, nicht so oft in die Situation zu kommen. Also der Glück. Das ist halt ein Freiwurf gut. Durchgesetzt, aber weit über den Kasten da. Dieser Wurf, der war ein bisschen überhastet. Ja, Schluss. Ja. War auf jeden Fall nicht so kontrolliert. Wunderbar verwandelt. Ja, die Top-Scorerin der Leipzigerin. Das war jetzt Treffer 72 in dieser Saison schon. Weiter geduldig, die Buchsenlerin im Angriff. Dranbleiben. Und 2 Tore gestanden, also nicht vermeiden, ist klar. Schöner Abschluss von René Bülow. Das 3:3. 8 Minuten sind hier gespielt. Geduldsspieler am Kreis und dann dieser Fehler, aber auch im Gegenzug Buxtehude mit dem Ballverlust. Das sind dann die Situationen, die man eigentlich ausnutzen muss, wenn ja ein Gegner das schon so anbietet und ja, selber den Angriff unsauber spielt. Ja, war ein bisschen schade, war gut verteidigt und guter Ballgewinn und war einfach auch ein bisschen fahrlässig, aber die Chance weggenommen und ja. Aber es ist noch früh im Spiel und genau, es ist noch alles möglich. 6 Treffer haben wir erst gesehen. Durchgekommen. Also, war, glaube ich, für Antje Lenz schwer zu sehen im Tor. Der Schlag war relativ eng am Mitspieler vorbei und damit schwer zu sehen. Und ja, Caroline Kudlasch verletzt sich hier bei dem Wurf. Hoffen wir, dass es nicht allzu schlimm ist. Sieht nicht so gut aus eigentlich. Schrecksekunde da. Hier.
So, auf jeden Fall erstmal Spielunterbrechung, aber die steht schon wieder. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Weiter geht's jetzt erstmal. Angriff BSV. Ja, für Kudlacz im Spiel für Leipzig, Franziska Mietzner. Auch eine schwierige Aufgabe jetzt im Mittelblock mit Mietzner, die über 2 Meter groß ist, und Luisa Schulze, aber gut freigespielt. Schöner Abschluss auch von Lucy Klein. Ja gut, das ist natürlich, wenn du da jemanden hast mit 2 Metern in der Mitte. Eigentlich bisschen schwierig, deswegen macht es der BSV clever und geht nicht über den Mittelblock, sondern eher über die Halbposition, und ist aber Klein dort mit einem richtig guten Durchbruch. Aber generell muss man eigentlich sagen, nach meinem persönlichen Empfinden, die Spielerin vom HC Leipzig doch recht groß gewachsen. Also da in der Mitte versuchen durchzukommen, ist schon recht schwer. Hier schöne Parade hier. Schön durchgedacht. Und dann jetzt noch weiter, den Ball besitzt. Für den BSV. Das 5:4 durch Andy Böck. Nächste gelbe Karte hier. Innerhalb von 1 Minute 2 Stück. Das zeigt auch schon wieder, was das hier für eine kleine Abwehrschlacht im Endeffekt ist. Wie wir schon gesagt haben, dass es ja wirklich über die Defensive hier quasi auch geht. Schön jetzt die Parade hier. Aber André Lenz scheint sich da was getan zu haben. Ich glaube, gegen den Pfosten geprallt. Aber da scheint es auch weiter zu gehen. Scheint dann ein bisschen genommen von dem kleinen Zusammenstoß mit dem Schuss. Und weiter geht's. Sowas ist ärgerlich. Ohne Bedrängnis da den Ball hergibst. Muss auch bald mal der Abschluss kommen. Und die Parade
Holland gelenzt. Und jetzt der Gegenstoß. Schön ausgegeben. Ja, das weiß ich nicht. Da kann man eigentlich sogar mal pfeifen. In der Situation. Ich habe in dieser Saison gelernt, der Schiedsrichter hat immer recht und man. Wieso gab's da schon mal? Bist du da schon mal an den Schiedsrichter geraten? Ja. So ist das ja leider, aber ich bin mit jeder Entscheidung einverstanden. Und, aber wenn sie dann bei ihrer Linie bleiben, was einfach auf der anderen Seite dementsprechend auch nicht pfeifen, das ist, denke ich, total okay. Ja gut, das muss man dann natürlich durchziehen, wenn man jetzt einmal mit irgendwas anfängt, dann muss man die Linie halt halten. Ja. Wieder Antje Lenz mit der guten Parade. Zum dritten hier in Folge und jetzt. Wollte ich gerade sagen, das Tor für den BSV, aber. Leider kann Lone Fischer da den Ball nicht im Kasten der Leipzigerin unterbringen. Das Schulze damit Problem am Knöchel, wie das aussieht. Wieder weiter. Klingt jetzt ein bisschen. Schon ein Zeichen, das ist ja jetzt auch nicht der erste Wurf, den die Leipzigerinnen, ja, sag ich mal, daneben setzen oder etwas schwächer abschließen. Sind die schon so ein bisschen, will ich sagen, nirgendwo oder sowas von dieser leichten Abwehrschaft? Wir haben jetzt hier quasi die erste Hälfte der ersten Halbzeit rum. Sind die da vielleicht schon so ein bisschen genervt? Nee, das glaube ich einfach nicht, aber ich versuche immer mit dem zweiten Kreisläufer einfach zu spielen und das unterbindet Buxtehude einfach relativ gut und Leipzig kommt noch nicht so richtig in den Rhythmus. Und jetzt der nächste Abschluss, der nicht sitzt. Ja, der sitzt, genau. Du meinst also, dass es nicht im Prinzip Murbel ist, was bei den Patienten ist, sondern dass es wirklich im Prinzip die gute Leistung im Endeffekt ist. Genau, also Buxtehude vielleicht muss man mit einem großen Kompliment der ersten 5 Stunden aussprechen an die Deckungsleiter von Antje Lenz. Machen das sehr, sehr gut und haben Leipzig eigentlich gut im Griff. Müsste jetzt eigentlich mal im Angriff daraus ein bisschen Kapital schlagen, mal auf 2 Tore wegzukommen. Da ist die Möglichkeit! Und da ist die Kleine und da ist der 2-Tore-Vorsprung. Das ist 6-4. Die Gäste aus Leipzig. So, offen auf der Außenseite. Aber die Lücke wieder. Und da ist das 5-6. Das ist der Leipzigerin. Der Schluss. Ja, passendes Vorwarnzeichen jetzt auch von dem BSV. Der Abschluss muss jetzt gesucht werden. Schön! Ja,
ja, ganz einfach, könnte man sagen, einfach mal abgezogen von Randy Müller. Gefällt mir bisher wirklich sehr gut, wie der BSV hier verteidigt und im Endeffekt auch die Chancen dann ausspielt. Also es sind nicht so viele Fehler, so wie in manch anderen Spielen, die wir hier gesehen haben. Ich glaube, es war eine Vorgabe von Dirk Leun, einfach geduldig zu sein, auf die Chance zu warten und wichtig, die Position hochzunehmen. Ne? Und, das klappt bisher ganz gut. Hoffen wir natürlich, dass das so weitergeht jetzt, aber 7 Meter für die Gäste. Schwester für Anke Lenz. 7:6. Wir wollen uns noch nicht zu fluchen, aber das wäre es natürlich, wenn der BSV das hier wirklich schafft, auch noch den Leipzigerinnen die Punkte wegzunehmen und da quasi ja, so eine kleine Entscheidung mitzuspielen im Kampf um die Meisterschaft. Jetzt hier der nächste Treffer für Jenny Böll, das 8:6. Die 10 Minuten noch zugehen gleich hier in der ersten Halbzeit. Sagen, schön da den Angriff unterbunden, aber jetzt diese 2-Minuten-Strafe. Da finde ich persönlich ein bisschen hart und klar ist Rodrigo Bernardes an der Spielerin und macht sie auch fest, aber es gehört nochmal dazu. Und das war jetzt eigentlich auch die dritte Aktion hier in dieser Form. Ja, also eigentlich, wie gesagt, Schiedsrichter hat immer recht, aber da gehe ich nicht d'accord. Und da natürlich passen jetzt die 2 Minuten in Unterzahl hier. Jetzt erst recht keinen hektischen Angriff und natürlich auch keinen Ballverlust, aber erstmal den Trainer Dirk Leun an die Lenz aus dem Spiel. Den Kreis gebracht hat, den Ball. Da haben sie sich ein bisschen überrumpeln lassen in dieser Situation. Und das 8:7 für die Leipziger. Das war eine gute Minute in Unterzahl. Schön nach Glück. Aber dann flutscht hier da der Ball aus der Hand. Schade in der Situation. Und ganz schnell dann Leipzig am Kreis. Und der Ausgleich. Acht Minuten noch zu gehen. Yeah.
nicht mal so schlecht der Abschluss. Aber klasse Parade da auf Seiten der Leipziger. Und im Gegenzug gleich Angelenz mit der nächsten Parade. Zu spielen. Das hat nicht geklappt, aber dafür dieser Versuch von Emily Bölk zum 9:8 für den BSV. Chance, wuchtig das Ding da unter die Latte. Gedroschen. Zum Ausgleich zum 9:9. Bei solchen Spielen, wie jetzt zum Beispiel Jesse Oldenburg fehlt, würde das heute zum Beispiel einen Unterschied machen oder liegt das in erster Linie wirklich heute an der Abwehr? Man merkt, glaube ich, schon, dass Jesse gerade im Angriff fehlt, weil der BSV muss sich für jedes Tor, wie hart kämpfen und einfach nicht so wie gerade auch eben auf der Leipziger Seite. Arne Hubinger, einfach mal ein einfaches Tor mal von 19 Metern ohne Kontakt. Da würde sie einfach schon im Angriff, denke ich, entlasten, so Abwehr. Jetzt gibt es eine 2-Minuten-Strafe. Ja, guter Durchbruch von Federico Gubernatis und da könnte man jetzt sagen, Touché quasi, da gibt es den jetzt. Die 2 Minuten von eben quasi wieder zurück und jetzt sind 7 Meter für den BSV die Chance, mit 10:9 in Führung zu gehen. Und wir verwandeln sie eiskalt. Zur Führung 10:9 für den BSV. Und 5 Minuten noch zu gehen in Halbzeit. Meterentscheidung für Leipzig. Ja, wer da mit dem Fuß im Kreis stand, das haben wir jetzt leider gar nicht gesehen. Danach wird es wahrscheinlich gegangen sein, in erster Linie. Sonst war das Foul eigentlich jetzt nicht. Nee, sie pfeifen noch nicht. Genau, sie haben, glaube ich, moniert, dass hier eine Büchse der Spielerin im 6-Meter-Kreis war und den Kontakt da gesucht hat. Das Foul war nicht so schlimm bestimmt. Also das ist natürlich dann ärgerlich, wenn du dann in so einer Situation so einen einfachen Fehler, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, machst, wenn du mit der Hacke da natürlich im Kreis stehst. Das stimmt. Ganz klar gehalten. Und da geht's. Die gelbe Karte. Den Alexander mal zugucken. Ja, blöder Ballverlust, muss man sagen. Ja, das ist halt ärgerlich. Man ist in der Überzahl und macht dann so ein einfaches Ding, das... Genau. Also das ist so, glaube ich, auch Fehler, die auch Dirk Leun ärgern, dass man einfach dann die Chance sich einfach selber nimmt, mit einem Tor in Führung zu gehen, eine Unterzahl und so einen einfachen Ballverlust
einfach selbst produziert. Und da sind natürlich Mannschaften wie Leipzig eigentlich eiskalt und nutzen sowas dann auch aus. So wie in dieser Situation einmal kurz die Lücke gefunden am Kreis. In dieser Situation, weil hier ist das dritte Mal sozusagen, oder vierte Mal, glaube ich, dass es wirklich so eine Lücke quasi am Kreis da gibt bei den Buxtehuderinnen. Und das nutzen die dann natürlich sofort aus, die Leipzigerinnen. Und gehen hier mit 11-10 in Führung. Aber ansonsten lassen sich da die Mädels vom BSV nicht beirren. Sie spielen weiter konzentriert und ruhig, das Ding runter nicht überhastet ist. Zusammenfall. Zusammenfall gepfiffen. Tempo gegen Stoß. Und der Lupfer, keine Chance da. Ja. Für Antinens jetzt erstmal Auszeit. Ja, so schnell kann das gehen. Man hat selbst die Chance, auf 11-10 wegzugehen. In der und dann hast du einen Ballverlust im Spiel und schon bist du mit zwei hinten dran. Genau. Jetzt geht es natürlich darum, im Prinzip, ja, den Ausgleich bis zur Halbzeit hinzukriegen, weil ohne Rückstand in die Halbzeit, das wäre schon ganz, ganz gut eigentlich, wenn man mit dem Unentschieden dann da reingehen würde. Ja, oder halt mit einem zurück, je nachdem, sind auch nur zwei Minuten zu spielen, aber dass der Vorsprung nicht größer würde, dass man irgendwie die Sachen, die man jetzt gut gemacht hat, einfach weiter forciert, denke ich, deswegen auch die Auszeit von Dirk und ja, um einfach auch Leipzig ein bisschen jetzt zu stoppen und nicht noch ins Spiel kommen zu lassen, letzten zwei Minuten und ja. Es wird eine Anweisung geben, bestimmt, dass sie ein bisschen ruhiger sein sollen. Und, ja. Und dann geht es in den letzten zwei Minuten. Und hoffe für den BSV, dass er auf einem maximal zwei Tore vielleicht noch verkürzen kann. Der Vorteil ist ja schon mal, dass man selbst jetzt im Ballbesitz ist im Angriff ist, sodass man jetzt wirklich erstmal diesen Angriff auf jeden Fall dann auch runterspielen kann. Und da auf jeden Fall ja auch schon mal ein paar Sekunden von der Uhr nimmt. Übrigens noch in der Halbzeit, das sei noch gesagt, ein Interview mit Kai Sven Hinner, dem Manager von HC Leipzig. Wir sprechen mit ihm ja, über nicht nur dieses Spiel, sondern natürlich auch über die Meisterschaft und über das Pokal Final Four im Mai in Leipzig. Aggressiv da von den Leipzigerinnen am Kreis verteidigt. Schöner Treffer da, ja, aus der Hüfte geschossen. Schön verdeckt. Zum 11-12. Eine Minute vor der Halbzeit hier. Der Anschluss für den BSV. Ich glaube, der Leipziger Trainer Norm Rentscher, glaube ich, eine Auszeit genommen. Und, das haben die Schiedsrichter gar nicht mitgekriegt, dass er da die Karte auf den Zeitnehmertisch gelegt hat. Aber sehr nett von Dirk Leun, dass er da nochmal das Schiedsrichter gespannt darauf hinweist, dass die Leipziger da gerne eine Auszeit hätten. Ja, wir sind ja als Trainer dazu angehalten, mit den Schiedsrichtern viel zu kommunizieren. Und wenn wir dann so helfen können, glaube ich, ist uns allen geholfen. Nee, aber wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch jetzt passives Spiel angezeigt. Das heißt, Leipzig muss jetzt abschließen und bringt den Buxtehuder SV nochmal in die Chance, den abzuwehren und dann auch wirklich unentschieden in die Halbzeit zu gehen. Ja, man sieht das auch schon noch. Norman Rentsch ist da ja, im Stil eines Dario Sigurdsson mit seinem Brettchen am Anweisungen geben. Also das wird einen ganz fixen Ball jetzt geben.
Wenn man jetzt hier den Gegentreffer verhindern kann, dann gibt es ja sogar noch die Möglichkeit, nochmal einen Angriff zu spielen und den Ausgleich zu erzielen. Jetzt muss der Abschluss kommen. Ballverlust. Und jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich für den BSV. Schön, da den Ball an den Kreis gebracht und... Eieieiei. Und im Gegenzug dann das Tor für die Leipzigerinnen. Das 11:13. Das war, ja, die erste Halbzeit. Ich kann sagen, eine gute erste Halbzeit, trotz des 2-Tore-Rückstandes. Also, ja, ich denke, wir sehen ein sehr interessantes Spiel, wo die Abwehrreihen dominieren und aber auch, wo natürlich ein, zwei Tempo-Gegenschüsse dabei sind. Also, ja, ein richtig gutes Handballspiel und ich denke, wir können uns auf die zweite Halbzeit freuen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wir hoffen natürlich, dass der BSV da auch weiter dann so am Ball bleibt und hoffen natürlich auf eine gute zweite Halbzeit. Jetzt machen wir mal ein kurzes Päuschen, gehen kurz in die Werbung, gleich noch ein Interview mit Kai-Sven Hehner und dann bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier auf der Platte in der Halle Nord. Bei mir ist Kai-Sven Hehner, der Manager vom HC Leipzig. Hehner, die erste Halbzeit, was sagen Sie und ja, wie geht es in der zweiten Halbzeit weiter? Auch natürlich für Ihr Team. Ja, ich denke, war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Man sieht, dass beide auf einem Niveau kämpfen und am Ende wird der gewinnen, der die bessere Tagesform hat. Ich denke, es sind zwei gleich starke Mannschaften. Das denke ich auch. Die Form natürlich dieses Spiel auch entscheidend heute. Meisterschaft, wie sieht es da aus? Auch ein Dreikampf ja eigentlich quasi mit dem Thüringer HC und den Metzingern. Wie sehen Sie da die Chancen für die Leipziger? Also ich denke, es ist nicht nur ein Dreikampf. Es sind fünf oder sechs Mannschaften, oder sieben Mannschaften sogar, wo jeder jeden schlagen kann. Da gehört Dortmund dazu, da gehört Buxtehude dazu, Oldenburg, Bietigheim. Ich denke, der deutsche Meister wird dieses Jahr zwischen 8 und 10 Minuspunkten haben, weil die Liga so ausgeglichen ist. Und wir sind sicherlich eine der Mannschaften, die da Chancen haben, aber da muss man seine Hausaufgaben machen. Alle Top-Teams spielen noch gegeneinander. Es ist jetzt Halbzeit, ist noch nichts passiert, denke ich. Apropos Hausaufgaben machen, ja, es gibt ja die Spiele gegen Metzingen jetzt in 11 Tagen dreimal. Quasi so das Warm-up, wenn man es so nennen kann. Jetzt gleich am Mittwoch ja mit dem Spiel in der Meisterschaft gegen Metzingen und dann die beiden Europapokalspiele. Wie sehen Sie das jetzt? Erst natürlich die Liga und dann die beiden Europapokalspiele. Wie sehen Sie die Chance? Naja, also Fakt ist, es ist natürlich nicht so glücklich, dass das so ist, aber los ist los und wenn man weiterkommen will, muss man gewinnen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, gucken uns jetzt Metzingen dann als nächstes an, aber heute sind wir in Gedanken hier in Buxtehude. Wir wissen, dass es dort ganz schwer wird, aber wir wollen in allen drei Wettbewerben um die Titelvergabe mitsprechen und deswegen, wenn wir da eine Chance haben wollen, müssen wir am Mittwoch gewinnen und wollen natürlich auch im Europapokal gewinnen in der Endabrechnung. Das eine Tor nach den zwei Spielen mehr haben. Okay, ja, wir wünschen Ihnen dafür natürlich viel Glück für den Europapokal dann. Dann gibt es natürlich noch einen anderen Pokalwettbewerb, das Final Four, was in Leipzig auch stattfindet. Wie stehen da denn die Chancen, da vielleicht als Nachfolger des Buxtehuder SVs
dann sich in die Geschichtsbücher einzutragen. Naja, wir waren Vorgänger des Buxtehude SV und hoffen auch Nachfolger zu werden, keine Frage. Auf dem Weg dahin haben wir Metzingen schon aus dem Weg geräumt, mit einem guten Spiel zu Hause im Pokal Viertelfinale. Das heißt, wir treffen 5-mal dieses Jahr auf Metzingen. Und ja, ich denke, vor eigenem Publikum ist die Chance natürlich immer da. Aber Fakt ist, wir wollen einen tollen Event organisieren. Da geht es gar nicht primär um den HC Leipzig, sondern für den Handball einen tollen Event zu machen. Wir haben das 2014 das erste Mal gemacht. Das war überragend. Hamburg hat mit Buxtehude im Jahr darauf nachgezogen. Und diese Tradition wollen wir natürlich anknüpfen und wollen einen tollen Handball-Event machen vor 2-mal ausverkauftem Haus. Ein Teilnehmer fehlt ja noch, Thüringen oder Oldenburg. Und ja, dann schauen wir mal. Ich denke, wir haben Chancen, wie aber alle Mannschaften auch. Keiner fährt da chancenlos hin. Und Pokal hat seine eigenen Gesetze, haben wir im letzten Jahr gesehen, wo es eigentlich nur darum ging, wer folgt dem HC Leipzig ins Finale. Es kann nur Leverkusen sein, dann war es aber Blomberg. Also von daher kann alles passieren und man soll das Fell noch nicht verteilen, wenn der Bär noch lebend rumflitzt. Also genau, Sie sagen also, es ist eine Wundertüte, man kann mal gucken, wer sich da im Endeffekt sagt. Vielen Dank für das Interview, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Und wir melden uns dann gleich wieder mit der zweiten Halbzeit, gehen nochmal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich wieder mit der zweiten Halbzeit hier in Buxtehude. Ja, hallo. Ja, wir sind durch drauf. So, wir sind zurück in der Halle Nord hier in Buxtehude. 11:13, der Spielstand zur Halbzeit. Und vielleicht geht es dann weiter mit dem zweiten Durchgang hier. Thank you.
Ja, eigentlich nochmal eine kleine Frage so zum Handball allgemein. Könnte man ja jetzt auch sagen, durch diesen Schwung des Europameistertitels der Herren, ist das generell, löst das jetzt einen Boom aus für den Handballsport an sich? Und wie sieht es natürlich dann aus mit der WM der Damen nächstes Jahr, die in Deutschland ja auch stattfindet? Was ist da deine Meinung? Es ist zu hoffen, dass ein Boom durch die Nation geht. Ich denke, die Männer haben das vorgemacht, haben eine große Euphorie ausgelöst für unsere Sportart. Und zu hoffen ist natürlich, dass jetzt mehr Kinder und Jugendliche den Fußball beiseite legen und den Handball in die Hand nehmen. Das hatten wir ja schon mal nach dem Weltmeistertitel hier im eigenen Land. Und zu hoffen ist, dass der DRB da gute Entscheidungen trifft, vielleicht eine gute Image-Kampagne nochmal startet, um da einfach auch den Verein da was an die Hand zu geben, um noch mehr Kinder zu begeistern. Und ja, die Frauen müssen sich ein bisschen strecken. Die haben jetzt bei der WM nicht so gut abgeschnitten. Und wichtig wird sein, dass die deutsche Nationalmannschaft Frauen sich ein bisschen findet und ja auch das Ähnliche hier entfacht. Ich denke, das wird nicht so einfach sein, aber hoffen wir mal auf eine schöne WM und dass der Bundestrainer viele gute Entscheidungen trifft. Das hoffen wir auch. Und natürlich, was natürlich auch gut ist, ist dadurch, dass die Herren sich natürlich auch für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Das ist natürlich auch schon mal ja, eine gute Werbung für diesen Sport dann natürlich auch, wenn man da auch dann dauerhaft quasi bei den großen Events mit dabei ist. Ja, ich denke, wenn man aber nicht vergessen, die Herren sind mit einer Wildcard gestartet. Jeder hat gemeckert, dass der deutsche Handballbund noch eine Wildcard kriegt. Und jetzt ist es so, dass da keiner mehr drüber spricht und haben mit Leistung da einfach ein geiles Turnier gespielt, wo auch jeder, glaube ich, der Handball begeistert ist, einfach Fan dieser Mannschaft geworden ist. Und im Zweifel der Fälle haben sie es geschafft, Leute dafür wirklich zu begeistern, die vorher sich noch nicht mit Handball auseinandergesetzt haben. Das kann man natürlich auch anhand da der Einschaltquoten dann an dem Abend sehen, dass da sicherlich auch der ein oder andere Nicht-Handball-Fan sich dieses Spiel angeguckt hat. So, wir gucken jetzt hier auf diese Partie, denn hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Durchgang. Zwei Tore gilt es erstmal wettzumachen für die Mädels vom BSV. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass die das auch schaffen werden. Anruf für den HC Leipzig. Muss ich jetzt hin anfangen? Ist das jetzt eine 6-0-Abwehr, was die Buchsenwiederinnen spielen, oder ist das so ein bisschen verkappt irgendwie? So wird es auf mich. Keine Versteckte quasi. Nee, das nicht. Ich denke, es ist eine Variante, die sich Dirk halt ausgedacht hat, wen er besonders unter Druck setzen will. Und von der Grundvoraussetzung her ist es, denke ich, eine ordentliche und eine stabile 6-0 mit einer Variabilität. Und quasi auch eine kleine Option, dann offen zu lassen. Da in der Verteidigung. Weiter geht's. Wichtig dann mit dem Treffer in diese zweite Halbzeit zu starten. Der Abschluss jetzt. Aber schöne Parade da. Von ganz schnell wieder an den Kreis auf die linke Seite raus, aber auch Parade von Antje Lenz. Jetzt schnell über den. Und der Lupfer auf die Latte. Pech in dieser Situation. Die Leiterin im Angriff hier. Immer weiter gefällig in den Kreis, wenn wir das Kreuzen hier.
dann ganz schnell an den heißen Ball gebracht, durchgesteckt. Das gegen dieser Schulz auch schwer zu verteidigen, wenn du die Arme hoch hat oder sich zum Anspiel anbietet, denke ich, sind wir dabei 2,50 Meter, 2,60 Meter. Wenn man da nicht den richtigen Moment aufpasst, ist es einfach schwierig, das zu verteidigen. Das hat man ja in dem Moment halt auch gesehen. Also das blitzschnell. Jetzt mal der Versuch da. Und dann muss man jetzt so ein bisschen auch mal versuchen, ja, über die Außen das ganze Ding mehr anzugehen. Also jetzt mal die Abwehr ein bisschen auseinanderzuziehen, der Leipzigerin, und dann halt versuchen, über die Außen vielleicht da mal ranzugehen. Genau. Das wäre eigentlich momentan... Oder einfach den Ball nicht so beheben, einfach uns auszuschmeißen mit einem technischen Regelfehler. Ja, wichtig wird aber sein, den Leipziger Deckungsblock weiter gut auseinanderzuziehen, eine einfache Torschance zu erspielen. Ja, Emily Bird darf da nicht... nicht so lange mit sich hadern, hat jetzt einen Fehlwurf gehabt, muss einfach mutig weiterwerfen, aber auch Lizzie Klein ist da gefordert, einfach mal ein einfaches Tor oder den Versuch einfach mal zu machen, ein einfaches Tor zum Rückraum zu erzielen. Ja, schlimmer Foul da. ACL, jetzt der BSV. Also versuchen sie da, die haben wir so ein bisschen rauszulocken. Sieht man auch, man hat die Leipzigerin wirklich ganz, ja, weit weg vom Kreis. Jetzt dieser Fehlwurf. Ballverlust. Jetzt muss es mal schnell gehen. Und dem Gegenzug dieser Fehler. Unglaublich. Und das bestrafen wir natürlich sofort, die Leipzigerin. Da kann man wirklich, ja, muss man sagen, hätte man sich sparen können, dieses Ding. Ja, das war jetzt ein bisschen konfus. Erst der Ball gewinnen, dann schmeißt man den Ball weg. Luisa Schulze geht dann zum Ball und... war im Prinzip auch im Rücken gespielt, so, genau. So halb irgendwie, ne? Ja, das war ein bisschen Wild West gerade. Ist zu hoffen, dass jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Struktur da reinkommt. Tore Rückstand, aber noch gut 25 Minuten zu gehen. Also da ist noch alles drin. Ja, er versucht da den Ball noch auf Lone Fischer zu bringen. Scheitert. Und jetzt wieder die Leipzigerin. Den Ball sitzt. So abgedroschen das klingt, aber jetzt wäre natürlich mal eine Parade gut, dass die Leipzigerinnen da nicht noch mit 5 davon ziehen. Oder so. Fehlwurf. Weit nach außen gedrängt. Vorteil ist natürlich auch, dass noch viel Zeit ist. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ist natürlich schwierig. Du läufst so einen Rückstand hinterher und musst dann mal geduldig zu Ende spielen. Es muss sich jetzt ein bisschen die Waage halten. Ja, hat jetzt die 25 Minuten Zeit oder 24 jetzt nur noch vier Tore aufzuholen und das ist halt nicht unmöglich. Das ist nicht, jetzt sind es auch nur noch 3. Schöner Wurf da aus der zweiten Reihe von Paula Bio zum 12:15. Da sieht man dann, dass ich das Geduldsspiel danach auszahlt und dass man diese Geduld auch wirklich mitbringen muss hier bei dieser Partie heute. Schön geblockt da. Dieser Wurf.
wohl zu Aufreger da in der Situation. Jetzt geht das wieder weiter. Und wieder geblockt. Der Wurf. Stark da. Die Abwehrleistung des BSV. So, jetzt sollten die Leipziger aber auch mal zum Abschluss kommen. Da haben wir es auch schon oben. Wieder bei uns sitzt. Das ist eine never-ending Story hier. Jetzt muss der Wurf kommen. Gegen die Latte. Und Ballbesitz, BSV. Die Chance, auf zwei ranzukommen. Schöner Wurf, aber auch tolle Parade da. Das hat ja Kritik. Rausgegeben auf. Weg außen und Parade von Angelens. Klasse gemacht. Da macht sie die Tür zu. Weiterhin 3 Rückstand für den BSV. Gehalten diesen verdeckten Wurf. Ganz kurz aus dem Handgelenk abgezogen. BSV bleibt weiterhin im Spiel 12-15. Jetzt haben wir auch schon wirklich eine Zeit lang keine Treffer mehr gesehen. Also es ist wirklich jetzt ja, so eine kleine Abwehrschlacht hier gerade. Ja, die zweite hat das. Die ersten 5 Minuten hat man jetzt gedacht, das wird ein heiles Durcheinander, aber beide Mannschaften haben sich gut gefangen, denke ich. Und ja, die Abwehrreihen dominieren jetzt wieder. Buxtehude verteidigt sehr, sehr stark, hatten Leipzig jetzt 3-mal im Zeitspiel. Und ich glaube, deswegen ist auch Norm Rentsch relativ unzufrieden, dass jetzt kein Angriffsschluss mehr da ist. Deswegen hat auch die Auszeit, glaube ich, genommen. Und ja, wird seiner Mannschaft ein, zwei Taktik mit auf den Weg geben, um einfach, denke ich, mehr Bewegung ohne Ball zu machen, sich wieder mehr Torschancen zu erspielen. Und ja, ich bin gespannt, was Leipzig jetzt versucht, diesen sehr, sehr guten 6-0-Riegel gerade vom Buxtehude zu knacken. Und wir hoffen natürlich, dass das weiter beim Buxtehude SV klappt mit diesem 6-0-Riegel. Aber natürlich müssen auch vorne die Abschlüsse. Schön wieder verteidigt da, schön mal dazwischen gekriegt. Dann aber der Schuss. Zum 16-12 für die Gäste auf Leipzig. Ja, wie eigentlich wiederum gut verteidigt und der Arm ist oben und Leipzig ist unter Druck. Und deswegen ein bisschen ärgerlich. Der Ball geht auch in die Torwart-Ecke von Antje Lenz. Sie ärgert sich gerade auch zu Recht ein bisschen mehr und bisschen schade, weil den Ball hätte man gerne, glaube ich, in seinen eigenen Reihen gesehen. Jetzt muss man wieder dem 4-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Schön an den Kreis gebracht. Und der Abschluss von Andy Bülow zum 13-16. So einfach wäre jetzt nochmal so eine klasse Verteidigung und dann vielleicht nochmal einen Tempo-Gegenstoß. Das wäre es natürlich. Oder so, ein Ballverlust. Und jetzt geht's schnell. Und klasse abgeschlossen von Lone Fischer zum 14-16. 2-0 noch Rückstand. Und noch gut 20 Minuten zu gehen.
wo man wieder beim so schnell kann es gehen ist. 4 Tore eben Rückstand, jetzt nur noch 2. Also. Schöne Parade da. Wieder am Kreis. Nächste Möglichkeit. Und vergeben. Wunderbar. Da hat sie erst gehalten von Andi Lenz. Und jetzt die Möglichkeit zum 15:16. Aber das Foul. Dann rennt die Bühler auf. Und der 7 Meter jetzt. Friedrich Gubernatis. Setzt den Treffer 15:16. Der DSV zurück. 1. Nur noch Rückstand. 15:16. Wirklich eine klasse Verteidigungsarbeit, die da die Buxtehuderinnen an den Tag legen. Sind jetzt auch wirklich sehr früh an ihren Gegnerinnen. Die lassen die ja gar nicht erst ins Spiel kommen. Aber stark dieser Abschluss. Zum 15:17. Die Leipzigerinnen merken, dass es da brenzlig wird und machen jetzt auch, werden jetzt auch aggressiver, kommen jetzt auch früher raus, früher auf die Gegnerin. Etwas verwundert, was war das? Ja, ich glaube, der hat Anne Hubinger hier links außen anpassen wollen. Der war leider schon an den Kreis übergegangen und ja. Das war ein ganz klassisches Abstimmungsproblem. Taktikfehler da. Chance vergeben, jetzt die Möglichkeit für den BSV wieder ranzukommen. Der ist auf ein. Schön an den Pass durchgetankt. Und das 16:17. Friederich über den Vater. Gefühlt zu diesem Treffer. Ein bisschen überhastet da. Der Ball in den gespielt. Auf den Leipzigerin. Gewischt werden. Ja, hier wir gehen schon mit der aus der Karte da in der Hand. Parade von Antje Lenz. Ich weiß gar nicht, wie viel ist das überhaupt jetzt gewesen? Ich bin da gar nicht, ich glaube, 9. oder 10. Parade schon, die sie da gemacht hat. Genau, das war gerade ein wichtiger Ball. Man setzt extra lange so unter Druck, dass man wirklich werfen muss. Und ja, und dann noch gute Abstimmung zwischen Block und Antje. Und jetzt die Chance, einfach auch die Gleichung wieder herzustellen. Und da ist der Ausgleich. Das 17:17 für den BSV. Auf 4 Rückstand.
den Ausgleich gemacht. Und hier wieder die nächste Parade. Mann! Antje Lenz ist ja on fire hier. Ganz starke Leistung. Bisher von Antje Lenz. Und jetzt die Möglichkeit, hier in Führung zu gehen in dieser zweiten Halbzeit. Wenn man diesen Angriff vernünftig zu entspannen. Schöner Wurf, aber ist knapp vorbei da am Kasten des HC Leipzig. Und dann die Leipzigerin zum 18:17. Wie ist eigentlich deine Einschätzung so zur Liga? Du bist ja dem DSV logischerweise verbunden, auch ein bisschen Bezug Europapokal für den DSV. Ist da noch was drin oder wie siehst du das Ganze? Weil es sind ja viele Teams, die sozusagen da in diesem, ich nenne es jetzt mal in diesem Pool um Europapokal, die Europapokalplätze sozusagen mit in der Auslosung sind. Wie siehst du das? Also ich denke, der DSV hat dann auch Chancen, muss natürlich seine Hausaufgaben machen und ich denke, mit dem Sieg heute, wenn sie es heute schaffen, so wäre viel getan. Und ja, müssen einfach ihre Heimspiele gewinnen, denke ich, dann sind sie auf einem guten Weg. Das wird natürlich ein bisschen schwierig. Man hat noch Bietigheim zu spielen. Die Thüringer AC noch. Also da kommen noch die Brocken hier in die Halle noch. Das war zu einfach, dieser Treffer. Das 17:19 aus Sicht des BSV. Ich glaube, im Wurfversuch bei Carolina Kundler war noch eine Hand im Gesicht und so ist das ins Auge dann wahrscheinlich. Oder tat einfach nur ein bisschen Döller weh. Und ja, BSV jetzt mit zwei Zeitstrafen. Wichtig wird sein, durch diese Phase jetzt irgendwie unbeschadet oder vielleicht auch mit einem Tor minus durchzugehen und ja, damit der Abstand jetzt nicht zu groß wird und wieder auf 4 anwächst. Das wäre dann schon ein bisschen schwieriger, dann nochmal so eine Energieleistung zu bringen, nochmal wieder diese 4 Tore abzuarbeiten dann. Schön gesteckt. Sieben Meter Entscheidung der Schiedsrichter. Das halten im Kreis gegen
Ja, das Lattenkreuz war es. Von Federico Gubernatis. Mann, oh Mann, das ist natürlich bitter. Drei Rückstand, dann hast du die Chance ranzukommen auf zwei und dann geht der 7 Meter daneben. Jetzt weiter wieder die aggressive Verteidigung, aber durchgesteckt von Götzingen und dann die Parade von Andy Lenz. Ja, Andy Lenz macht eine gute Partie und hält ihr Mann schon ein bisschen im Spiel, ist da wieder eine freie Chance, die sie da wegnimmt und wichtig, gerade nach dem Fehler von Frederik übernahm vom 7-Meter-Punkt. Und man hofft natürlich auch so insgeheim so ein bisschen, dass das den Gegner dann doch irgendwann mal Mürbe macht, wenn du da einfach den Ball nicht in den Kasten kriegst. Was in dieser Situation. Ballverlust. Wurde vorher aber auch nicht abgepfiffen. Zur Verwunderung. Treffer noch nicht auf der Anzeige. Ja, das Tor zählt auf jeden Fall und Ballverlust und bei der Balleroberung kriegt Caroline Kudlasch, glaube ich, wieder eine Hand ins Gesicht oder jedenfalls sieht so aus und diesmal scheint es ein bisschen härter zu sein als bei der Aktion zuvor. Wobei, wenn es natürlich nochmal wieder die gleiche Stelle ist, dann ist das natürlich auch nicht so schön. Dann tut es natürlich jetzt in diesem Fall auch dann leider doppelt weh. Ja, da wird schon gekühlt. Und das ist wie beim Fußball, dass man sagt, die letzten 10 Minuten sind angebrochen, jeder braucht nochmal eine Pause mehr. Und Caroline Kulsch ist vielleicht so erfahren, vielleicht aber die eine oder andere Sekunde länger da zu bleiben, damit alle mal ein bisschen durchschnaufen können. Gott sei Dank ist es nicht so schwer zu biegen, wie man sieht. Sie steht schon wieder. Bestimmt gleich weitergehen. Ja, jetzt nochmal die Auszeit von der Gloin genommen. Was würdest du jetzt deinem Team mit auf den Weg geben, wenn du jetzt nochmal so einen 4-Tore-Rückstand hättest, noch 10 Minuten auf der Uhr? Ja, dass sie herzlich Hand nehmen müssen, ist halt so, dass sie der WSV ja wirklich gut verteidigt und sich darauf eigentlich mit einer guten Abwehrleistung das Selbstvertrauen holen können. Sie müssen einfach im Angriff ein bisschen mutiger sein, finde ich. Gerade Paula Prier hat ein, zwei Mal die Chance gehabt zu werfen. Da wünscht man sich einfach, dass sie den Mut hat, diesen Wurf auch einfach zu nehmen und die Verantwortung da einfach übernimmt und das würde ich auch auf den Weg geben, weil alles andere ist soweit okay. Buxude spielt eine richtig gute Partie, verteidigt gut und hat einfach ein bisschen Pech im Angriff und ein bisschen mehr Mut würde allen, glaube ich, gut tun. Okay. Dann sind wir mal gespannt, ob Dirk Loin das da seinen Mädels mit auf den Weg gegeben hat für die letzten 10 Minuten. Wieder so ein blödes Ding, wenn man das so sagen kann. Aber im Gegenzug. Die Leipziger nicht besser. Jetzt 2 Minuten Strafe gegen Leipzig. Franziska Wiesner. Jetzt die Chance für den BSV, diese Überzahl ausnutzen zu können. Schön ausgegeben. Ja,
unterhalten, das ist klar. Um ein Durchkommen da. Das ist das Mittel über die Außen. Und der Abschluss zum 18, zur 21 durch Lone Fischer. Drei nur noch, jetzt nochmal eine starke Abwehr und dann das nächste Tor machen. War stark da durchgetankt in dieser Situation. Der Ballverlust im Angriff. Aussicht des BSV. Jetzt eine kritische Situation. Jetzt muss man wirklich aufpassen, dass man hier nicht wieder mit den 5 Treffern in Rückstand gerät. Wie vorhin. 7 Minuten noch auf der Uhr. Schön geblockt da. Ja, zumal man in der Überzahl ist und da muss man jetzt noch wirklich einmal dicht stehen hinten. Und dieser Schuss ist wieder da, jetzt wieder Gleichfall. Genau. Wieder Leipzig komplett. Dieser Abschluss aber starke Parade da wieder von Antje Lenz, was die ja heute schon rausgezogen hat. Wahnsinn. Ah. Manometer. Das ist wirklich. Das ist wieder dein Wild West, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Gegeben da der Versuch, der dann gleich in die Mitte zurück an den Kreis. Der Leipzig jetzt wieder auch besser in der Deckung. BSV müht sich jetzt gerade ein Tor zu machen. Ja, die haben es da wirklich schwer auf der linken Seite. Also da stehen die Leipziger dann wirklich richtig gut. Das ist immer so der Versuch. Man versucht das wirklich mal nach ganz nach außen zu bringen. Aber da lassen die wirklich nicht zu. Also da machen die wirklich, ja, die Tür dicht auf der Seite. Und dann, dann sind die Mädels vom BSV so ein bisschen gezwungen, quasi durch die Mitte spielen zu müssen. Irgendwann halt unten noch 4 Rückstand. Den Ballbesitz für den BSV. Ja, das war so ein bisschen. Ja, das war ein hastiges Ding. Glück in der Situation. Ja, aber Emmy Berg musste gerade werfen. Schütze hat den Arm gehoben. Auf der anderen Seite Anne Hubiger, die den Ball einfach weggibt. Einfach weggibt. Glück für den BSV und ist nicht das Spiel von Anne Hubiger heute. Durchkommen für den BSV. Aber 2 Minuten jetzt. Zeitstrafe wieder. Überzahl für den BSV. Luisa Schulze. Kriegt eine unfreiwillige Auszeit.
Und jetzt Jone Fischer am 7-Meter-Punkt. Die Möglichkeit wieder auf 3 zu verkürzen. Klasse gemacht. Von Jone Fischer da. Das 19 zu 22. Vier Minuten, 3 Tore. Ja. Das ist möglich, mal da der DSV jetzt in Überzahl ist und Ziel muss jetzt einfach den Ball schnell im Ballbesitz quasi. Genau, und kein Tor zuzulassen. Alles so ein bisschen unübersichtlich hier gerade, ein bisschen hektisch jetzt. Ja, jetzt versuchen die Leipziger dann auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein Foul auch mal zu ziehen, einfach auf eine einfache Art und Weise, dass das nicht mal unbedingt sein muss. Jetzt der Abschluss. Keine Chance da für Antje Lenz bei diesem Wurf. Dann aber schon gut geworfen, aber kann den Unmut von der Buxu der Bank auch verstehen. Leipzig verschleppt das Tempo, lässt dreimal mal den Ball liegen. Es sah der Arm nicht hochkommt. Ja, eigentlich kann man nicht so nachvollziehen, weil die beiden Schiedsrichter das ganze Spiel das schon gemacht haben, aber wie gesagt, der Schiedsrichter hat immer recht. Jetzt wunderbar. Gut gespielt auf Maxi Hein. Die rechte Außen, genau. 20-23. Da rücken sie gleich früh raus, gleich bei Fußball das Pressing. Ja, das war der richtige Gubernator, das beschwert sich da, dass da die Zeit nicht ganz gehalten wurde. Aber die Uhr auch wieder zurückgedreht. Die 4 Sekunden wieder. Fast verlustig gegangen. So, jetzt. Muss man hier den Treffer der Leipzigerinnen verhindern. Das ist der Arm kommt. 7 Meter jetzt. Appel, was? So viele Dinger, die Anke Lenz heute gehalten hat. Komm, den einen, den packt sie jetzt auch noch. Diesen 7 Meter. 20 zu 24. 1,5 Minuten noch. Da haben wir schöner Abschluss. Zum 21 zu 24. Und noch 1,20 auf der Uhr 3 Rückstand. Ah, da kommt sie viel zu einfach durch. Quasi angetäuscht, als er sie rausgeben wollte und dann war die Abwehr auseinandergezogen und da war das Tor. 3 Rückstand, 4 Rückstand, Entschuldigung. Und noch 1 Minute zu gehen. Ja, jetzt natürlich dann die überhasteten Dinger zum Schluss. Ja, nichtsdestotrotz, der DSV braucht sich hier nicht zu schämen,
War eine klasse Leistung heute. Ja, also das kann man ganz klar sagen. Leipzig hat Ambitionen, deutscher Meister zu werden. Das ist eine gute Mannschaft. Was natürlich, denke ich, ein bisschen schade ist für den BSV, wenn man selber ein bisschen Fehler eliminiert hätte im Angriff. Hätte man, denke ich, hier auch gewinnen können, aber trotzdem eine gute Leistung vom BSV, muss man sich vom AC Leipzig nicht verstecken. Das Spiel ist aus. Der BSV verliert seine Partie gegen den AC Leipzig mit 21-25. Ja, wie schon gesagt, der BSV braucht sich überhaupt nicht zu verstecken. War eine klasse Leistung, klasse Partie. Und ja, man muss sagen, die Leipzigerinnen melden wirklich zu Recht ihre Ambitionen auf die Meisterschaft an. Ja, wir können jetzt nur noch sagen, wir haben ein schönes Spiel gesehen. Wir freuen uns natürlich dann auf die nächsten Heimspiele hier auch beim BSV. In 14 Tagen geht es weiter gegen Oldenburg. Wie geht es im Rosengarten eigentlich weiter? Wie sieht es da bei euch eigentlich aus? Wir haben nächste Woche ein Heimspiel gegen Blomberg-Lippe. Gegen die haben wir jetzt einmal in der Liga gespielt, in Blomberg mit dem Unentschieden, im Pokal zu Hause sind wir ausgeschieden. Wir hoffen natürlich, zu Hause ist vieles möglich und versuchen natürlich die Sensation zu schaffen und diese gute Mannschaft einfach zu Hause zu schlagen nächste Woche. Also alle, die nichts vorhaben, nächste Woche Samstag gerne 19 Uhr nach Buchholz kommen. Ist eine schöne kleine Stadt und auch da kann man gut Handball spielen. Und die Halle ist auch übrigens sehr schön. Ist auch genau. Gar nicht schlecht, direkt neben dem Schwimmbad. Genau. Kann man den ganzen Tag sich mit Sport die Zeit vertreiben. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst heute und wir freuen uns. In 14 Tagen geht es hier dann in Buxtehude weiter. Und das war's von unserer Seite. Tschüss und schönen Sonntag.